Yes, so Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Ich bin's, Boschkeks, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich jetzt wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute dreht sich alles ausschließlich über den Nike Dunk Low Veneer. Was für coole Details dieser Sneaker hat, ob du ihn dir für Resale kaufen solltest und wie der ganze Sneaker on-feed aussieht. All das erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Ich würde sagen, let's go! Ja Leute, wie immer würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr jetzt in der Sekunde diesem Video hier von Haus aus gleich erstmal einen Daumen nach oben da lassen würdet und falls ihr es an der Stelle noch nicht getan habt, auch meinen Kanal abonnieren würdet. Würde ich mich mega darüber freuen. Machen wir weiter mit dem Nike Dunk Low Veneer. Ein Sneaker, der, wie sollte es anders sein, auch wieder gerestockt worden ist. Und zwar kam er am 10.11.2020 schon einmal als Restock-Variante wieder raus, war denn Teil des sogenannten Ugly Duckling Packs, was so viel heißt wie hässliches Entlein. Auf jeden Fall kam er zusammen mit dem Plum raus, der Veneer und der Keramik. Alle drei Sneaker in dem sogenannten Ugly Duckling Pack. Ich besitze zwei davon, einmal den Plum und Veneer. Wer also nochmal ein On-Feed-Video und ein ausführliches Review zum Plum sehen möchte, der klickt da oben in die Infocard. Wir haben hier also einen sehr, sehr, sehr auffälligen Nike Dunk Low. Denn der Veneer ist alles andere als unscheinbar mit seiner brutalen Farbkombo. Wir fangen mit der Sohle an, die so in lila gehalten ist, die auf jeden Fall sehr cool kommt und mit dem Swoosh-Zeichen übereinstimmt, bis hin zu den Laces. Alles komplett in lila gehalten. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Kann man machen. Das Ganze ist dann abgesetzt mit einem ausgewaschenen Wildledergrün, was den ganzen Schuh einmal komplett rundherum abschmückt. Also Farbkombo-Crash des Feinsten. Haben wir hier dann auch nochmal die Toebox, die so in einem hellbraun gehalten ist. Und das finden wir an der Seite auch nochmal wieder und auch die Zunge. Die Zunge ist auch nochmal komplett nochmal in diesem Braun gehalten. Wir wollen in den Schuh gar nicht reingucken, denn da ist auch komplettes Farbchaos drinne. Und zwar haben wir komplett drinne eine Senffarbe. Das ist doch so Senffarbe oder nicht? Für mich ist es eine komplette Senffarbe, die da drin nochmal ist, mit einem Nike und dem Zuschzeichen-Logo nochmal drinne, auch in lila gehalten. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also hier trifft der Name Ugly Duckling komplett zu. Denn dieser Sneaker ist alles andere als ein Sneaker, in dem man sofort in Love fallen würde. Anyway, Leute, damals habe ich diesen Sneaker für 110 Euro bekommen. Da war nämlich noch die Zeit, wo Dunks 100 Euro und 110 Euro gekostet haben. Jetzt kosten die Dunks leider schon mittlerweile 129 Euro und der Sneaker erscheint jetzt am 11.04. auf der Sneakers App. Aber Vorsicht, wer schnell genug gewesen ist, der hat mitbekommen, dass vor einigen Tagen ein Shock Drop gekommen ist. Hier hatten wir schon die Möglichkeit, an dem Shock Drop dran teilzunehmen. Ich habe es noch gesehen, habe aber nicht mehr rechtzeitig es geschafft, mich für den Launch einzutragen. Deswegen war der dann auch schnell ausverkauft. Also wie gesagt, auch da an der Stelle gerne mal in die Kommentare, ob den sich jetzt jemand schon eingetütet hat. Wie gesagt, das ist mein Paar aus dem Jahr 2020, den ich hier einmal reviewe. Er ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu kombinieren, gebe ich zu. Und ich habe ihn lediglich nur für Fotoshoots rausgeholt und für Shorts. Also ist er quasi noch Deadstock. Und wenn man mich fragt, mit welcher Jeanshose ich ihn am besten kombinieren würde, würde ich euch natürlich eine dunkle Hose empfehlen. In diesem Fall habe ich hier jetzt mal eine schwarze Jeanshose angezogen, wo ich der Meinung bin, das geht irgendwie halbwegs klar. Denn ihr wisst Bescheid, schwarze Jeanshose, immer wenig Angriffsfläche, passt meistens zu allem. Ihr könnt die dann natürlich auch mit einer weiten Jeanshose kombinieren. Das bleibt euch dann im Endeffekt komplett selbst überlassen. Ich habe hier auch noch so eine Jeans grau washed Distress mit Farbklecksen bespritzten Amiri Jeanshose und habe das damit auch mal versucht und muss sagen, damit geht das auch so halbwegs einigermaßen klar. Das weiß ich nämlich, weil ich die auch immer für den Plum mal benutzt habe. Wie gesagt, gerne mal auf meinem Kanal rumstöbern, dann gelangt ihr auch nochmal zum Plum Review. Und wer sich denkt, er würde jetzt mit diesem Nike Dunk einen Reibach machen, den muss ich bitter enttäuschen, denn dieser Sneaker wird euch definitiv nichts im Resale bringen. Auch nicht in den kommenden Monaten. Also der wird, denke ich, nach dem nächsten Restock wieder jetzt nicht groß sonderlich steigen. Also wie gesagt, Leute, wer Bock auf einen coolen, auffälligen Dunk hat, der kann hier zuschlagen und kann sich den dann eintüten. Ansonsten sind die Preise hier wirklich im Keller und da ist echt nicht allzu viel zu holen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen täuschen mag, dass die größeren Sizes vielleicht an die 200 Euro kratzen, vergesst das, Leute, vergesst das. Der wird nach dem Drop sowieso nochmal extrem fallen und deswegen lasst die Finger von Resale. Kauft ihn euch nur, wenn ihr ihn personal tragen wollt. Und wie gesagt, im kommenden Jahr
wird dann halt auch noch der Keramik released. Also der kommt dann auch nochmal als Restock-Variante raus und der ist noch nicht in meinem Besitz. Und ich denke mir, um dieses Pack dann einfach zu vervollständigen, würde ich ihn mir kaufen. Und ich muss auch sagen, er sieht auf jeden Fall ansehnlicher aus als der Veneer. Der Veneer ist wirklich eine extreme Nummer für sich. Der Plum, okay, ist Legende, rocke ich auch seit Tag 1 und ich feiere auch, dass ich den habe. Aber der Keramik ist auch eine Farbkombo, die fragwürdig ist, aber im Endeffekt auch ein Eyecatcher. Und da ich ein absoluter Sneaker-Lover bin, was auffällige Schuhe angeht, muss der natürlich auch irgendwie in meinem Besitz. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare, ob ihr von dem Ugly Duckling Pack auch einen habt, wie ihr den Veneer findet und ob einer jetzt Glück gehabt hat bei dem Shockdrop, was den Veneer anging. Alles in die Kommentare, Leute. Wie gesagt, vergesst nicht, dem Video hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn ihr Bock habt, dann gerne auch abonnieren. Und wenn ihr Bock auf ein weiteres Video habt, gerne da drüben hinklicken. Stay tuned, bleibt on fleek, passt auf euch auf, haut da rein, euer Baschkeks. Peace.